Hallo Leute, Geld verdienen in der Nacht, wenn man schläft. Ein Traum? Ja, vielleicht, aber nicht unbedingt. Ich will Ihnen etwas zeigen, was vielleicht interessant sein kann und was Sie nicht vergessen sollen. Erstmal neugierig sein und vielleicht kann das helfen. Schauen Sie mal nach. So Leute, ich habe hier einen Code mit einem Input, Day or Night. Das kann 0 oder 1 sein. 0 bedeutet, wir kaufen abends und verkaufen dann am nächsten Tag. Also wir bleiben über Nacht in einer Position. Und 1 tut das übrigens. Das heißt, wir kaufen in der Früh und schließen die Position abends. Also wir bleiben auf der ganzen Tagesbalke in unserer Position. Ich will jetzt diese zwei Bedingungen mal vergleichen. Und da habe ich die Dow 30 Stocks. Wir haben einen Zeitraum, so weit wie möglich mit meinen Daten geht. Ich habe 1950, es ist nicht so weit weg, aber habe ich hier. Und dann, okay, eine Million, das ist nicht wichtig. Wir arbeiten mit $10.000 pro Position. Das ist halt nur ein Beispiel, okay? Jetzt mache ich eine Optimierung, wo ich zwischen 0 und 1 gehe mit einem Input, so dass wir die zwei Szenarios vergleichen können. Das heißt, hier sehen, ob wir mehr Geld über Nacht machen würden oder am Tag. Und wir sehen sofort, dass über Nacht besser ist. Sehen Sie? Man kann es kaum lesen, aber es ist größer, okay? Das ist größer mit Input 0, wie gesagt, als die Ergebnisse mit Input 1. Und auch Drawdown, sehen Sie, ist kleiner. Also über Nacht haben wir knapp weniger Drawdown als am Tag. Das heißt, die Märkte steigen, aber steigen mehr in der Nacht. Und das ist die Aktienmärkte, okay? Indexes, Aktienmärkte. Das ist für Dow 30 gültig, aber auch für DAX Futures zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal Input 0, damit wir ein bisschen mehr in Tiefe in die Ergebnisse sehen können. Das dauert eine Weile, weil es sehr viele Trades gibt, natürlich jeden Tag alle Stocks kaufen und verkaufen. Das heißt, es gibt sehr viele Trades in der Analyse und das bringt natürlich die ganze Sache ein bisschen langsam zu analysieren. Aber wir haben jetzt trotzdem einen Blick. Das sind die Ergebnisse. Sehen wir mal die Analyse, das Performance Report generell. Es dauert noch eine Minute, müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben. Ja, Geld wussten wir schon, dass es kam. Ja, Equity Line. Equity Line ist gut, immer steigend. Was aber wichtig ist, hier, guck mal, annual, jährliche Ergebnisse. Es gibt kaum Jahre, wo man verliert. Normalerweise verdient das fast jedes Jahr. Und das ist sehr wichtig. Wir hatten nämlich unterschiedliche Jahre. Und als Overview auf die Symbole sieht man, dass es nur zwei gibt, die Geld verlieren. Hier PG, also Procter & Gamble und Hewlett Packard vielleicht. Diese zwei haben Geld verloren. Die anderen haben alle Geld verdient mit diesem Ansatz. Alle Stocks verdienen Geld in der Nacht, wenn sie nicht arbeiten und wenn wir auch schlafen. Jetzt, damit die Analyse komplett ist, schauen wir auch mal, was am Tag passieren würde. Das heißt, wir kaufen also in der Früh, wenn der Markt öffnet, und verkaufen, schließen die Position abends beim Trading-Schluss. Diese Operation ist natürlich psychologisch einfacher, weil wir in einem offenen Markt arbeiten. Aber hier sehen wir sofort, dass einige Shares, mehr als die zwei von vorher, Geld verlieren. Nichts Schlimmes, aber trotzdem gibt es mehrere, die im Verlust sind. Die gesamte Performance kennen wir schon, die war ein bisschen mehr als die Hälfte von der Übernachtposition. Die Equity Line, die ist schmutziger. Es ist auch wahr, dass wir hier diese Bewegungen sehen, weil es beim offenen Markt ist. Das heißt, wir messen auch die Bewegung vom Hoch bis Tief jeden Tag, was in der Nacht nicht passiert, weil der Markt zu ist. Aber in jedem Fall, diese Equity ist ein bisschen schlechter als die andere. Also wir verdienen weniger Geld, haben höheres Drawdown und eine schmutzigere Equity Line. Das sind alle Faktoren, die mir sagen, dass nachts, über Nacht besser ist. Als jährliche Ergebnisse sieht man hier auch, dass es unterschiedliche Jahre im Minus gab.
Einige gab es auch bei der Übernachtposition, aber hier gibt es auch. Also es gibt kein echter Vorteil am Tagestuar, weil wir sehen hier die rote Jahre. Es gibt wohl mehr als in dem anderen Beispiel, aber okay, das ist jetzt nicht das größte Thema. Das Thema ist, dass wir in der Nacht mehr verdienen. Bei dem Aktienmarkt ist das wichtig. Pass auf, Sie können sagen, ja, weil du mehr Risiko hast. Du bist ja in der Nacht, Markt ist zu, du kannst dich nicht hedgen, du kannst nicht tun. Das ist nicht total wahr, weil der Mini-S&P Future ist 23 Stunden offen und im Notfall könnten wir dort Positionen öffnen, damit wir ein Hedge haben, also dass die Positionen nicht so allein gelassen werden. Also das ist nicht eine richtige Nachteil. Das war's. Nacht ist besser. Nacht ist besser. Wir können in der Nacht nicht nur schlafen, auch verdienen. So Leute, das war's. Es war nicht genau, ich gehe ins Bett, schlafe und verdiene Geld. Aber es war trotzdem eine Information, die vermutlich sehr wichtig sein kann. Und auch wichtig, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Trading-Ansatz studieren wollen. Das sind Infos, die man irgendwie erinnern soll und die man auch nutzen kann. Und das war auch nur ein Beispiel. Sie werden vermutlich nicht mit dieser genauen Strategie handeln, die ich gezeigt habe, aber es bringt Ideen. Und ich hoffe, dass Sie dann mit so einer Vorstellung auch neue Ideen suchen werden und neue Ansätze und neue versteckte Geheimnisse, die in den Märkten noch existieren und die vielleicht für uns günstig sein können. Das war's. Wenn es interessant war und wenn es irgendwie geholfen hat, unterschreiben Sie meinen Kanal, kommentieren Sie Fragen, wenn es jetzt nicht ganz klar war. Ich bin da. Bis nächste Woche nochmal. Ciao von Andrea Unger aus Italien. Ciao.